Mein Name ist Bernd Mückenhaupt, ich bin der Vorstand vom Stuttgarter Künstlerbund und heute ist unser Gast der Willi Beetz, ist Mitglied im Künstlerbund. Ich habe den Willi kennengelernt, wie er Fotodesign studiert hat. Gell? Stimmt, das war ja. In Stuttgart, wo war das? Convestheim. In Convestheim. Da hat man mich und Richie Böhmer genommen zur Jury und da ist mir der Willi Beetz gleich aufgefallen, dass der also super Fotos gemacht hat. Und jetzt ist er natürlich auch Mitglied bei uns im Künstlerbund, hat inzwischen 5 Bücher gemacht. Ja. Wie arbeitest du denn so in deinem Studio? Oder machst du das dort, wo du fotografierst, wo die Leute her sind? Oder bei dir daheim? Erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr, dass ich heute auch hier bei dieser Reihe dabei sein darf. Mein Name ist Willem Beetz und ich bin sehr froh, dass ich heute als Fotograf hier auch Gehör finde. Ja, ich kann mich noch gut an unser Treffen damals erinnern und das war eigentlich der erste Schritt so in die neue fotografische Dimension in dem Studium. Und wenn ich Menschen fotografiere, dann mache ich das meistens so, dass ich zu den Menschen gehe und versuche, in ihrem Umfeld dort eigentlich die Aufnahmen zu machen, also bei Porträtaufnahmen aus diesen Büchern, die sind alle irgendwo entstanden in deren Umfeld oder in Stuttgart, dass ich da Räumlichkeiten hatte, wo ich dort fotografieren durfte. Okay, und die Leute, wo du da fotografierst, ich kann mich erinnern, die Charakterköpfe, das sind ja eigentlich ziemlich bekannte Persönlichkeiten in Stuttgart. Wie bist du denn zu den Leuten gekommen? Ja, ich habe denen einfach eine freundliche E-Mail geschrieben. Ich war ja jahrelang im Vertrieb bei IBM und habe mir da sicherlich den einen oder anderen Kniff zugelegt, wie ich auf Menschen zugehen kann. Und ich hatte versucht, bei den Charakterköpfen zuerst mit Menschen zu arbeiten, die ich schon ein bisschen kannte, wo ich ein bisschen Zugang hatte. Somit habe ich die ersten 20 Aufnahmen von denen geschossen. Das waren ein paar Gastronomen aus Stuttgart, unter anderem der Vinzenz Klink oder auch der Sebastian Weingarten. Damit mit diesen 20 Bildern, die habe ich dann ins Internet gestellt, bei mir auf die Homepage, habe ich dann eine gewisse Aufmerksamkeit erzeugt und damit ging es dann eigentlich auch gut weiter für die nächsten Menschen, die ich dann gerne fotografieren wollte. Da war ja zum Beispiel auch der Cem Özdemir mir dabei, damals Bundesvorsitzender der Grünen oder auch andere bekannte Menschen, die ich fotografieren durfte, wie der Dieter Blum oder die Michaela Russ. Und so habe ich eben versucht, den einen oder anderen da zu ködern, indem ich ihm eine freundliche Mail geschrieben habe. Und es hat damals zu 70% funktioniert. Und da habe ich eine schöne Auswahl eigentlich bekommen. Und wenn das erste Buch fertig war, dann haben natürlich die anderen auch gewollt. Die Berühmtheiten in Stuttgart, die haben dann gesehen, dass ihre Kollegen alle im Buch sind. Da wollten die natürlich auch, gell? Ja, so ähnlich war das. Das erste Buch habe ich ja beim Silberburg Verlag oder mit dem Silberburg Verlag produziert. Und da war es so, dass der Verlag damals gesagt hat, also wenn sie ein Buch mit mir machen und dann darf das nicht nur ein Buch über Männer sein, sondern das muss dann genderkonform sein. Das heißt, wir müssen dann auch ein Frauenbuch machen. Und so bin ich eben vom Männerbuch auf das Frauenbuch gekommen. Okay. Ja. Und das nächste Buch, dann habe ich irgendjemanden fotografiert im Frauenbuch und habe ich dann besucht, das war die Gabi Frenzel im Friedrichsbau-Varieté und ihr Nachfolger damals, der Timo Steinhauer, hat dann gesagt, Mensch, du fotografierst immer nur so alte Menschen, was hältst du davon, wenn wir mal ein Buch mit Jungen machen? Und so ist eigentlich der Titel Junge Wilde entstanden. Die Jungen Wilden. Genau. Okay. Das war dann das eigentlich das dritte Buch aus der Reihe Charakterköpfe nach den Männern und den Frauen, dann die Jungen Wilden. Und nachdem er mich gefragt hat, ob ich nicht eine Ausstellung machen wollte in der Galerie in Stuttgart bei der Laura Halting-Hoppenheim, da ist nebenan eine Schwulenbar, kam ich dann mit dem Barchef in Kontakt, den Thorsten Poppenbohl. Und da kam mir dann auch die Idee, vielleicht neben den bestehenden Büchern noch ein Buch über das Bundesstuttgart zu machen. Und so ist dann das neue Buch entstanden, eben die Reihe mit dem Bundesstuttgart aus der LSB-TTIQ-Community. Und wie arbeitest du? Du arbeitest dann praktisch, du gehst mit deinem Equipment zu den Leuten, da wo sie sind, in ihrer Umgebung und machst da ein Foto. Richtig, ja. Also ich habe ja ein sehr aufwendiges
Fotostudio, was ich dann immer mitbringe und einpacke. Kann man ja hier auf dem Bild schön sehen. Und dieses Fotostudio passt genau in mein Auto rein und das baue ich dann auf. Bei den letzten Fotos, die ich gemacht habe, bei den letzten Porträts, habe ich immer versucht, mehrere Menschen bei einer Session dann aufzunehmen, damit ich nicht immer wieder neu aufbauen muss, weil das ist ja doch relativ aufwendig. Ich arbeite ja teilweise mit bis zu 5 Blitzen, habe dann auch einen PC aufgebaut, auf dem sich die Leute sehen können und meine Kameras dabei. Das sind immer 2 Kameras, den Hintergrund. Also es ist schon ein relativ hoher Aufwand, um so ein Bild dann auch entstehen zu lassen. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, es ist keine natürliche Umgebung, wo die Leute herkommen, sondern es ist eben eine Studioumgebung mit einem ganz normal entweder komplett schwarzen Hintergrund oder eben ein einfarbiger Hintergrund. Richtig, also bei den letzten Aufnahmen oder bei allen Büchern habe ich mich für einen schwarzen Hintergrund entschieden. Die Idee ist eigentlich, dass ich einen Designansatz von Tom Mook verfolge, der heißt Ordnung, Kontrast und Reduktion. Das heißt, ich versuche in den Bildern eine gewisse Grundordnung reinzubringen, versuche dann einen Kontrast durch den dunklen Hintergrund mit den Hauttönen zu machen und eben die Reduktion auf das Wesentliche, eben auf das Gesicht und keine ablenkenden Elemente da drin zu haben. Und mit diesem Designansatz habe ich versucht, dann alle 3 Bücher oder 4 Bücher aus dieser Reihe Charakterköpfe zu realisieren. Also ganz deutlich sieht man es ja, glaube ich, bei den 2 Bildern hinter uns. Das ist einmal der Dieter Blumen, die Michaela Russ. Sag mal was dazu, zu den 2 Bildern, wie die so entstanden sind. Ja, also das linke Bild von der Michaela, das ist direkt bei ihr im Büro entstanden. Die hat ein Büro in Stuttgart im Kavaliers Gebäude und da also war ich eingeladen. Das ist die Konzertagentur Russ und da war ich eingeladen. Es war eine sehr tolle Erfahrung für mich. Ich bin dann dahin gefahren, habe mein Studio aufgebaut, dann kam die Michaela dann rein und hat gesagt, ja, und bevor wir anfangen, ich möchte Ihnen eins sagen, Herr Betz, wir waren damals noch per se, also es gibt 3 Menschen in meinem Leben, die ich überhaupt nicht mag. Das ist mein Friseur, mein Zahnarzt und Fotografen. Und damit war schon mal ein gewisses Grundsetting da. Ja. Und am Ende der Session war sie dann total begeistert von den Bildern und sehr angetan. Sie nutzt auch die Bilder immer, also bei Veröffentlichungen. Das Bild wird auch bei der Broschüre von der Konzertagentur Russ benutzt oder wenn sie in der Zeitung ist, kommt dieses Bild auch öfter und also es war eine sehr, sehr entspannte Geschichte. Also ich habe sie dann wirklich... Du hast ein bisschen was fürs Image der Fotografen getan. Genau, ich habe sie also wirklich gut abholen können und mit ihr also eine schöne Session gemacht. Okay. Und das zweite Bild, was man hier sieht, das ist ja der Dieter Blum. Das war einer der bekannten Fotografen hier in Stuttgart. Der Dieter Blum hat unter anderem die Serie für die Marlboro Cowboys, also die Werbekampagne für die Marlboro Cowboys fotografiert. Ist also immer nach USA geflogen, hat sich dort Helikopter angemietet und hat dann da die Präriebilder gemacht, die man dann später alle aus dem Kino und Fernsehen kennen. Heute gibt es ja keine Zigarettenwerbung mehr, aber das war damals seine große Aufgabe und da ist er weltweit damit berühmt geworden. Er hat unter anderem auch das Stuttgarter Ballett fotografiert mit tollen Aufnahmen und hat einen sehr schönen Bildband gemacht. Und ihn durfte ich fotografieren in seinem Studio in Esslingen. Das war ganz kurz am Ende, wo es dieses Studio überhaupt noch gegeben hat. Er hat das Studio schon verkauft gehabt und war noch also ein paar Tage eigentlich drin und ich bin dann hingefahren nach Esslingen, habe mein Equipment in seinem Studio aufgebaut und ihn dann fotografieren dürfen. Und auch dieses Bild ist etwas, was er mir immer wieder sagt, was seine Frau absolut liebt und er auch, also weil es ihn sehr, sehr, sehr gut getroffen hat. Und eigentlich. Was hat er als Fotograf dazu gesagt? Er hasst ja also keine Fotografen. Nein, er hat keine Abneigung gegen Fotografen und er hat mich auch wirklich so aufgenommen, wie ich bin. Und das war sehr angenehm. Ist ja, wenn man so, ich sag mal, als relativ
neuer Fotograf, junger Fotograf in Anführungszeichen, da zu so einem alten Hasen kommt und wie geht das ja, dann ab? Und das ist also, er hat ganz klar gesagt, du hast dein Konzept, verfolge das und mach das so, wie du denkst. Und er hat mir da keine großen Tipps oder Anleitungen gegeben. Und das war sowohl bei ihm als auch, ich durfte ja auch den Dietmar Hennecker fotografieren, ist ja auch ein großer Fotograf aus Stuttgart. Und das war also bei beiden sehr, sehr angenehm, mit denen da umzugehen und mit diesen beiden Menschen da zu fotografieren. Also gerade beim Dieter, das war also wirklich eine tolle Geschichte. Und dadurch, dass das Studio dann anschließend geschlossen wurde, das Gebäude wurde abgerissen, ist es eigentlich dann schon ein zeitgeschichtliches Dokument. Ja, ja, normalerweise lassen sich ja Fotografen, also so geht es mir, ich bin ja auch fotografisch unterwegs, lassen sich Fotografen ja ungern fotografieren. Gell? Ja, oder? Aber wenn man halt so sein Konzept hat und seine Ideen und vor allen Dingen auch seine Lichtsets überlegt und dann mit den Fotografen dann realisiert, das ist dann schon etwas Besonderes und ich glaube, ich mache mir da sehr viel Arbeit. Ich gehe ja bei den Bildern immer konzeptionell vor, das heißt, ich mache für jede Fotoshooting mir vorher Gedanken, mache meistens erstmal ein Moodboard, das heißt, ich überlege mir, wie ich die Menschen aufnehmen möchte, mit welchem Lichtset, simuliere die Lichtsets vorher manchmal noch am Computer und überlege genau, wie ich dann die einzelnen Blitze dann aufstellen muss, um genau so ein Bild rauszubekommen. Und weil bei ihm habe ich halt gedacht, Mensch, der sieht doch ganz toll aus im Profil, das musste irgendwie hinkriegen, ihn dazu überzeugen, dass wir ein Profilbild machen. Mhm. Ich gucke mir halt die Menschen, die sind, fast alle Menschen, die in den Büchern sind, sind ja auch irgendwo im Internet unterwegs gewesen. Das ist ja bei allen Menschen, siehst du ja irgendwelche Bilder aus dem Internet und dann kannst du dir schon vorher einen Gedanken machen, wie kann man diese Menschen dann präsentieren, was sind meine Ideen dazu, wie man die ablichten könnte. Und dann habe ich halt so ein paar Ansätze, die ich verfolge. Eben ein ganz normales Hochfrontallicht, dann ein Muschellicht oder ein Rembrandtlicht oder ein Caravaggio. All diese Lichtsets versuche ich dann in diesen Fotoshootings einfließen zu lassen. Mhm. Das Fotoshooting geht meistens eine Stunde mit einer Person. In der Stunde entstehen, ich sag mal, zwischen 70 und 100 Bilder. Und aus den Bildern sucht man natürlich dann die besten aus und für das Buch hat sich dann immer eins geeignet. Mhm. Und wir waren dann immer, glaube ich, ganz gut gemeinsam in der Lage, dieses Bild auch auszuwählen. Mhm. Ich habe eine besondere Art beim Fotografieren meiner Porträts. Bei mir geht es immer so, dass ich den Personen einen Bildschirm hinstelle, sodass sie einen Bildschirm zugewandt sehen und auf diesen Bildschirm übertrage ich die Fotos, die ich von der Kamera mache, per WLAN dahin. Und somit hat derjenige, der fotografiert wird, immer sofort einen Eindruck, was denn da passiert. Das heißt, ich versuche die Menschen darüber auch aktiv in das Fotoshooting einzubeziehen. Ja. Dadurch, dass sie sofort das Bild, das ich gemacht habe, auf dem Bildschirm sehen, haben sie immer einen Eindruck, was passiert denn da? Weil ich glaube, es ist schwierig, wenn man so jemand, egal ob das jetzt der Cem Özdemir ist oder der Vinzenz Klink oder auch der Dieter Blum oder andere, man kann die Leute, glaube ich, schwierig eine Stunde in so ein Fotoshooting einbinden. Aber wenn man denen permanenten Feedback gibt über diesen Bildschirm, den man denen quasi zugewandt hinstellt und sie sehen die Ergebnisse, und wir besprechen die Ergebnisse auch, wir machen 10 Bilder, dann besprechen wir das, dann gehen wir die Bilder durch, schauen uns genau an, was sind die Ergebnisse, was kann man noch optimieren, vielleicht irgendwelche Glanzstellen rausnehmen aus der Haut und dies oder jenes, vielleicht auch mal an der Kleidung was ändern oder auch einfach am Look. Und meistens sehen die Leute dann auch, wenn sie ihr Gesicht sehen, ihren Ausdruck sehen, was können sie noch besser machen. Und sie gehen dann wirklich in dieser Stunde
dadurch, dass sie da so eingebunden sind, auch total aus sich raus. Das sind ja alles keine Profi-Models, die permanent vor der Kamera sind, sondern es sind ja viele Leute, die, ich sag mal, ja, vielleicht mal irgendwo auf einem Event fotografiert werden oder bei Gelegenheit. Aber viele, die ich da fotografiert habe, für die ist es eine schöne Abwechslung gewesen, aber nichts, was sie permanent machen. Mhm. Und von daher muss man versuchen, die irgendwie in der Stunde auch zu beschäftigen. Ja? Die dürfen nicht da nur teilnahmslos da sitzen und vorne machst du Knips, 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 sondern dadurch, dass du denen die Bilder immer wieder zeigst, immer wieder über die Bilder auch sprichst, immer wieder auch sagst, was machst du jetzt? Jetzt nehmen wir das Licht, jetzt nehmen wir das Licht, jetzt probieren wir das mal aus. Was ist denn deine Sahneseite? Können wir das Bild von da machen? Können wir das Bild von da machen? Also ich sag mal, damit, dass man die Bilder, die Menschen so einbezieht in das Fotoshooting, wird es lebhaft und die Menschen gehen auch aus sich raus und öffnen sich. Und ja, das war ja auch da bei der Michaela, sieht man das, glaube ich, ganz gut. Habe ich das auch dann bewusst gemacht. Sie gefragt, was ist deine Sahneseite, von welcher Seite kommst du besser? Und dann habe ich eben auf die Seite dann das Licht gelegt, auf die andere Seite den Schatten. Und so haben wir das dann gemeinsam eigentlich erarbeitet. Und dann sind die Leute am Ende dann alle oder viele total begeistert. Und das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen, wie du die Leute dazu bringst, dass die aus sich rausgehen. Aber sowas, diese Methode, was du hast, geht natürlich bloß in Digitalfotografie. Das ist richtig. Früher war das nicht möglich mit einem normalen Film. Nein. Also ja. Es ist richtig, ich mache Digitalfotografie. Das hast du jetzt sofort gut erkannt. Ja. Wenn da der Laptop da steht, die sehen sich aber erst nachdem du geknipst, also fotografiert hast. Ja, nicht während des Fotografierens, weil das der dir wahrscheinlich ablenkt. Wenn du jetzt das Bild live siehst, was deine Kamera gerade sieht. Nein, das ist kein Live-View. Aber es heißt, wenn die Aufnahme entstanden ist, das ist ein Tessert-Shooting, wird es quasi auf dem Bildschirm übertragen. Okay. Und dort im Lightroom präsentiert. Okay. Ja, dann gucken wir nochmal ein anderes Bild an. Du hast auch mal das Edeldruckverfahren Cyanotypie gemacht. Da war auch eine schöne Ausstellung im Stadtpalais in Stuttgart, das habe ich damals gesehen. Ja. Da hast du auch zwei Bilder mitgebracht. Richtig, oder? Richtig, ja. Also das kann man hier sehen. Das ist ein Bild aus diesem Edeldruckverfahren. Ja. Das ist eben ein sehr altes Verfahren, was der Herr Herschel 1870 entwickelt hat. Und dieses Edeldruckverfahren funktioniert eben so, dass man ein digitales Bild macht, ganz normal in der Kamera. Die Menschen sehen auch alle, die eben ihre Bilder, genau wie ich das vorhin beschrieben habe, auf dem Laptop. Das passiert alles ganz normal. Nur ich hatte halt gedacht, es ist ja vielleicht bei den jungen Wilden mal interessant, mal eine andere Art und Weise der Bildpräsentation zu haben. Und so bin ich eben auf dieses Edeldruckverfahren gekommen, die Cyanotypie. Das heißt, es wird aus dem Bild, was man hier sieht, also aus dem digitalen Bild, wird ein Negativ produziert. Das wird auch digital gemacht, genau, 1:1. Ja. Das wird dann, daraus wird dann eine Folie gedruckt, also so wie man früher die Overhead-Folien hatte, so eine Folie wird dann gedruckt. Und dann wird dieses Aquarellpapier genommen und aus einer Mischung von eben diesem Cyanotypie-Mittel wird es dann eingestrichen. Das heißt, das hat einen ganz individuellen Pinselduktus. Das sieht man da oben immer am Rand und aus der Dicke, wie das eingestrichen wird. Und dann wird es mit UV-Strahlen, also ich habe mir da so einen Oberkörperbräuner gekauft und der wird dann oben drüber gelegt. Und dann wird es eben belichtet und dann gewässert und fix und dann ist es eigentlich fertig. Das braucht jetzt ohne irgendwelche Chemie, läuft das Ganze ab. Ja. Bis auf die Beschichtung, ja, also dieses Cyanotypie-Mittel. Und dann wird es getrocknet und dann ist fertig. Das sind Unikate. Das ist also jetzt ein Unikat. Das ist der Tim Bengel, einer der ganz bekannten jungen Künstler aus Stuttgart. Und das hier ist die Stine Fischer, eine Opernsängerin, die ich eben auch in der Oper fotografiert habe. Okay. Ja. Und mir war es halt wichtig,
für diese jungen Wilden wegzukommen von dem Schwarz-Weiß, mal was ganz anderes zu machen in der Bildpräsentation. Und so bin ich eben auf diese Cyanotypie gekommen. Okay. Und es war halt toll in dem Jahr, als das Buch fertig geworden ist, das war 2018, dann hat dann die UNESCO diese Cyanotypie als immaterielles Weltkulturerbe auch im November dann angekündigt und präsentiert, und damit ist dann ein Buch entstanden im Weltkulturerbe quasi. Okay, ja. Toll. Also war eine schöne Entwicklung, die das Ganze genommen hat. Mhm. Ja. Tolle Sache. Dein neuestes Buch ist ja das Bunte Stuttgart. Ja. Da geht es ja um diese LSBTTIQ-Community. Genau, um diese Community in Stuttgart, das wohl man nicht merken kann. Das finde ich, ich persönlich, eine ziemlich interessante Geschichte, weil da hast du ja wirklich Leute fotografiert, die wo so der Normalsterbliche wie ich eigentlich wenig Zugang haben. Erzähl mal da ein bisschen drüber. Wie ist denn das zugegangen damals? Ja, wie ich das vorhin schon kurz angerissen hatte, hatte ich die Einladung, in der Galerie von der Laura Halting-Hoppenheit in der Pfarrstraße eine Ausstellung zu machen, mal wieder. Und da hatte ich jetzt nicht gerade die richtigen Bilder, und dann habe ich gesagt, okay, lass uns doch die Ausstellung verschieben, und dafür mache ich eben eine Fotoserie von eurer Community. Weil sie ist ja auch die Mutter aller Schwulen und Lesben. Ist sie durch die den Chefin Kings vom Kings Club? Genau. Ach, der alte Kings Club. Genau, der Kings Club von Stuttgart. Und sie betreibt auch die, oder ihr gehört auch die Tom's Bar. Das ist ja eine Bar für Schwule in Stuttgart. Und ja, und so ist das Ganze entstanden. Ich habe gesagt, ich würde gerne eure Community mal in einem Buch mit reinnehmen, was sie davon hält, und sie waren alle, also sie war davon begeistert und ihr Barchef, der Thorsten Poppenpohl auch, und da kamen dann die ersten Empfehlungen rein. Ich hatte in den anderen Büchern auch schon Kontakt zu einigen schwulen Männern gehabt, die ich in den anderen Büchern schon aufgenommen hatte, und die haben mir dann alle geholfen, weitere Menschen eigentlich zusammenzufinden für diese Bücher. Und so ist das Ganze entstanden. Das heißt, nachdem man die ersten Kontakte hatte, ist es eigentlich schon automatisch auch gelaufen. Dann kam wieder, dann kamen die ersten, die dann den nächsten empfohlen hatten und. Okay. Ja. Also insofern war das eigentlich überhaupt kein Problem, an die Menschen zu kommen. Wobei, da waren schon auch ein paar Leute dabei, die sehr umtriebig sind, die eben versucht haben, die ihre Community natürlich da auch mit reinzubringen. Mir war es wichtig, bei dem Buch eine Ausgewogenheit zu haben zwischen Männern und Frauen. Das ist bei einer schwulen Community manchmal gar nicht so einfach. Mir war es wichtig, auch alle Facetten von LSBTTIQ in dem Buch abzubilden, was uns, glaube ich, ganz gut gelungen ist. Und mir war es auch wichtig, da verschiedene Bereiche in dem Buch zu haben. Es gibt zum einen 100 Vereine und Aktivisten in Stuttgart, die wo ein Teil davon im Buch sind. Es gibt zum anderen aber auch viele Kunst- und Kulturtreibende, die wollte ich auch im Buch wiederfinden. Da ist mir gelungen, einige zu abzubilden. Und dann gibt es ja auch Menschen in der Wirtschaft, die eben zu dieser Community gehören, und auch da ist mir ein guter Zugang gelungen. Es gibt zwei Gruppen in der Wirtschaft. Das sind einmal die Frauen, die sind organisiert deutschlandweit in den sogenannten Wirtschaftsweibern, so heißt der Verein, wo also die Frauen aus der Wirtschaft, die lesbischen Frauen aus der Wirtschaft, sich organisieren. Und bei den Männern heißt dieser Verein Völklinger Kreis deutschlandweit. Da gibt es also viele Organisationen, und mir ist es gelungen, eben die Verantwortlichen von den Wirtschaftsweibern, also die Vorsitzende von den Wirtschaftsweibern aus Stuttgart und den Vorsitzenden vom Völklinger Kreis aus Stuttgart jeweils im Buch zu haben. Ja. Da war dann, wie ich es richtig gesehen habe in deiner Ausstellung, der Aufwand mit Schminken und Maske relativ hoch. Der Aufwand
ist dann hoch, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Drag Queen fotografiert. Genau. Ja, das war natürlich auch ein schöner Aspekt, weil ich gesagt habe, wenn das Buch schon Buntes Stuttgart heißt, dann müssen auch ein paar bunte Leute rein. Und ja, mir ist es ja gelungen, auch die Wawa Wald in das Buch mit reinzubekommen. Das ist so die bekannteste Drag Queen von Stuttgart, die unter anderem auch in der Oper Rosalka mitspielt. Und auch andere Drag Queens, das sind insgesamt 5 Stück, die in dem Buch drin sind. Und es ist so, dass die teilweise bis zu 3 Stunden brauchen, um sich eben in ihre neue Rolle da zu finden und eben entsprechend auch vorzubereiten und zu schminken. Ja. Also dann hast du weniger Zeit gebraucht, um dein Studio aufzubauen, wie die sich zu schminken. Naja, gut, teilweise kamen die schon halt fertig geschminkt an. Ach, oder so. Es war so, dass ich zum Beispiel auch die Bommi Wonder ja aufnehmen durfte und die hat sich dann eben in Toms Bar morgens die Zeit genommen, 3 Stunden hat sie dann da gestanden und sich geschminkt und dann anschließend ist sie zu mir gekommen, ein Gebäude weiter und war dann zum Fotografieren da. Aber bei ihr war es so, dass sie dann anschließend nach Sindelfingen gefahren ist, weil sie da einen offiziellen Termin hatte im Meilenwerk. Okay. Wo sie verpflichtet war zu einer Veranstaltung. Das heißt, sie hat sich dann eben nicht nochmal neu schminken okay. müssen, sondern konnte dann eben das Outfit so 1:1 mitnehmen. Andere haben sich wirklich nur für diesen Event geschminkt und das war natürlich eine Riesenfreude und auch eine Ehre für mich, dass die Leute dann eben sich die 3 Stunden Zeit genommen haben, um sich so eben entsprechend zu präsentieren. Und es sind dann auch Farbaufnahmekörper? Ja, Buntes Stuttgart, genau. Gut, dass du das nochmal ansprichst. Da war der Titel Programm und natürlich auch war es da so, dass ich dann gesagt habe, die ersten 2 Bücher waren schwarz-weiß, dann das nächste eben Cyanotypie und bei Buntes Stuttgart, ja, da müssen das auch Farbaufnahmen werden. Und so ist dann auch die Präsentation im Buch diesmal als Farbaufnahme. Alle Bilder sind in Farbe entstanden. Für alle Bücher, nur die werden eben unterschiedlich präsentiert das ist ja digital, und entwickelt. Das Digitale von Farbe. War eine tolle Ausstellung. Dankeschön. Gut. Dann wären wir eigentlich soweit durch. Hast du noch was zu sagen zu dir oder zu deinen Fotos? Was ist das nächste Projekt vielleicht? Hast du schon was in der Pipeline? Ja, es ist, gibt ein paar Überlegungen und ein paar Ideen, mit denen ich im Moment, sage ich mal, unterwegs bin. Ich bin dabei, aus den Bildern, die ich jetzt gemacht habe für das neue Projekt, Buntes Stuttgart, die Bilder vielleicht in der Präsentation in eine neue Dimension zu bringen. Da bin ich aber noch konzeptionell am Arbeiten. Das heißt, ich möchte dort eben aus den Bildern eine neue Lösung schaffen, indem ich dann sage, Buntes Stuttgart 2.0. Mhm. Und ich denke, da gibt es schon die ersten Ansätze und Kollege Ritchie hat auch schon mal wohlwollend da ein paar Kommentare dazu abgelassen. Aber ich bin noch sehr früh dazu unterwegs. Also muss jetzt erstmal ein bisschen schauen. Mhm. Also es wäre jetzt nicht ein neues Fotoprojekt, sondern es geht darum, bestehende Fotos in eine neue Präsentation zu bringen. Okay, toll. Ja, dann sind wir mal gespannt drauf. Wilhelm, vielen Dank für das Gespräch und noch viel Erfolg mit deinen tollen Fotos und Porträts.